Der wichtigste Schritt zum Bekämpfen der Pandemie ist und bleibt das Impfen. Das Allerwichtigste, es gibt keinen weiteren wirklich wichtigen. Alles andere, was bis dahin erfolgt, bis wir sagen können, wir haben eine ausreichende Immunität in der Bevölkerung durch Impfen erreicht, sind die Maßnahmen, die wir natürlich in der Vergangenheit auch angewandt haben. Das heißt, das Einhalten von Abstandsregeln, das Tragen von Masken, Hygienemaßnahmen im weitesten Sinne, Kontaktreduktion, solange wie es gerade eben erforderlich ist. Aber es muss natürlich dann, wenn wir feststellen, dass wir im Rahmen der Impfungen dann deutlich weiter zurückgehende Inzidenzen haben, auch wieder mehr Kontakt untereinander möglich sein. Speziell auch unter denen, von denen wir wissen, dass sie durch Genesung oder Impfung auch geschützt sind. Denn irgendwann müssen wir natürlich auch zu einem halbwegs normalisierten sozialen Miteinander zurückkehren können. Also wir haben auch heute auch darüber gesprochen, dass Ärztinnen und Ärzte und auch Pflegekräfte, die jetzt von der langen Welle der Pandemie oder den mehreren Wellen der Pandemie in den vergangenen 15 Monaten in besonderer Weise in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Natürlich nicht nur wirtschaftliche Anerkennung im Sinne von Prämienzahlungen, die es ja zum Teil gegeben hat, fürs Pflegepersonal stattfinden sollte, sondern auch natürlich die Möglichkeit, im Arbeitsalltag so weit zurückzufinden, dass man da auch Gelegenheit hat, sich von dem zu erholen, was man jetzt da erlebt hat. Und ich glaube, dass in dem Kontext es wichtig ist, dass wir zukünftig über ausreichende Personalausstattung ärztlich und pflegerisch, vor allen Dingen im stationären Sektor, sprechen können. Die Ärztinnen und Ärzte, die sich in Weiterbildung befinden oder die sich weiterbilden in den Kliniken, tragen ja zum ärztlichen Klinikalltag ganz normal bei und sind sicherlich natürlich im Zusammenhang mit der Pandemie auch belastet und befasst worden. Ein größeres Problem stellt eigentlich die ärztliche Ausbildung dar, die klinische Ausbildung, wo natürlich in manchen Universitätsklinika die jungen, heranwachsenden Studierenden, Kolleginnen oder Kolleginnen in Spe nicht in vollem Umfang den klinischen Unterricht haben erhalten können, wie sie das eigentlich gewöhnt sind. Und da, glaube ich, muss dann unter Umständen dann im Nachgang, wenn wir wieder mit größerem Maß an Sicherheit in Kliniken miteinander verkehren können und mit Patienten umgehen können, etwas gut gemacht werden.